vorgestellt. Graveyard Keeper und Stranger Sins und Game of Crone und das ganze Lazy Beers Games und da haben wir es. Tiny Build war da auch noch zu sehen. Ja, genau. Wir sind in Vorschau Nummer 14. Ist ja bald schon ein Let's Play-like, aber es sind ja nur 3 DLCs da gewesen. Da sind wir bei 14, ja gerade mal bei 4 Folgen etwas mehr pro DLC bzw. Hauptspiel. Aber vielleicht machen wir noch ein Dingens daraus, ich weiß es nicht. Dann können wir es aber auch weiterlaufen lassen, ne? Wir sind jetzt auf jeden Fall hier am Ladebildschirm. Wir hatten geschlafen. Ich lade das Spiel mal gerade. Zuletzt haben wir den Fisch gemacht, der da im Ofen liegt. Ich glaube, der liegt auch wieder, weil das Abspeichern kurz vorher war. Wir haben zwar letztes Mal noch gesehen, dass ich das nehmen wollte, aber wie das immer so ist, wenn man dieses Spiel kann man wahrscheinlich irgendwo abspeichern durch diesen einen Speicherstein, den es da gibt, aber sonst kann man das nicht abnehmen. So, dann wollen wir mal gucken. Der Fisch ging nämlich nie mehr rein. Jetzt müssen wir wieder irgendwas ablehnen, gucken, was wir hier in der Kiste lassen können. So, wir haben hier solche Sachen. Ah, den Grabstein hatten wir da reingetan. Fertig, dann Zufallsextend. Weiß ich nicht, müssten wir auch noch angucken. Ne? Das Papier will ich jetzt da nicht reinlegen. Was will ich hier lassen? Na, wirklich will ich hier nichts lassen. Ne? Komm, wir gehen da draußen und gucken, was wir da rauslegen können. Weil hier haben wir auch noch eine Kiste, ne? Ja, hier sind auch so Sachen, ne? Also den lassen wir mal hier. Wasser. Wasser müssen wir auf jeden Fall nächstes Mal mitnehmen, weil die da oben Wasser brauchten, ne? Sollten wir uns drum kümmern. Komm, den sechsten Eimer nehmen wir auch noch mit. Ah, der passt nicht mehr rein. Rohes Aufschnitt. Den müssen wir noch auf den Tisch legen, dass der gebraten wird oder sowas. Wir sollten die Sachen in ein anderes Fach legen. Den Hanf können wir, den haben wir, warte mal. Ah, es wird tendenziell etwas schwierig jetzt hier gerade, ne? Komm, das lassen wir mal hier in der Kiste. 8, 5, das ist Schrott, ne? Eisenstücke, komplexe Eisenstücke. Den Barren lassen wir gerade hier. Wir müssen ein bisschen mehr Struktur hier reinkriegen, ne? Den Rest würde ich jetzt hier nicht lassen wollen. Gut, wir gehen gerade da unten hin und... Okay. Jetzt würde der Fisch auf jeden Fall schon mal mitgehen, aber naja. Wir gehen hier hin. Hier wird schon mal nichts mehr gemacht. Das heißt, wir haben auch nichts da. Aber hier wahrscheinlich. Ne, da ist nur der Hanf drin. Wasser können wir mitnehmen. Samen lassen wir alle hier. Den Torf lassen wir auch hier gerade. Und der Rest ist jetzt nichts zum hier lassen, würde ich sagen. Ne? Dann haben wir das geklärt. Hier hatten wir nichts. Blödsinn, da nochmal hinzugehen. Ah, wir können die Rüben ernten. Der Salat geht auch. Die Möhren gehen wahrscheinlich auch. Oder was auch immer ist. Der Hanf geht auch. Ich habe jetzt natürlich nicht geguckt, wie viel da rausgekommen ist. Können schon nie mehr aufsammeln, ne? So, aber wir haben ja alle Samen weggelegt. Das heißt, die Rübensamen sind 3, aber Kohlsamen sind 4. Wir hatten alle Samen weggelegt. Vielleicht waren das jetzt die Samen, die wir aufgenommen haben, gedüngt. Aber wir haben immer nur 2 gekriegt. Wir haben Felder gemacht mit 4 auch, wo wir doppelt gedüngt haben. Also lass uns das mal gucken hier nochmal. Den nehmen wir mit. Aber wir haben keinen Platz, alles klar. Das bedeutet, wir schmeißen was hier raus. So, da wird erstmal der Torf gemacht, das war ja wichtig. Dann kann das rüber. Den Torf nehmen wir wieder mit.
So, Samen. Viere brauchen wir, drei können wir nichts mit anfangen. Okay, dann können wir die alle mitnehmen, aber dann zwei Felder damit bestücken können. Allerdings haben wir nur einmal doppelten Torf. Schmeiß das alles erstmal hier wieder rein. Warte, das können wir so schneller machen. Wir können die Kohlsamen als einziges pflanzen, wenn wir zweimal Torf haben, dann kriegen wir auch genug Samen wieder raus, glaube ich. So, der Rest ist erstmal gut hier. Wir brauchen erstmal Torf. Beziehungsweise wir haben hier auf jeden Fall noch ein Feld. Dann lass uns den Hanf doch noch, mal einpflanzen, weil dieses Feld geht ja. Ich glaube, das ist auch super, was wir jetzt gerade gemacht haben. Wir hätten da draufklicken müssen. Ich habe einfach so gemacht. Kohlsamen. Dann machen wir Kohlsamen da rein. So, Kohl ist gepflanzt. Jetzt können wir allerdings da nichts mehr holen. Weil wir kein Dingens haben. Wie heißt es? Ja, kein... schade, oder? Geerntet ist es auf jeden Fall. Jetzt müssen wir erst wieder was loswerden. Das können wir weg. Das auch. Haben wir alles raus. Hier ist noch der Hanf, der kann auch hier bleiben. Hanfseile können wir da vielleicht rausmachen, keine Ahnung. So, jetzt haben wir noch einmal Torf. Rüben, Kohl, Karotten, Hanf. Wo sind die Weizensamen? Gibt's keine? Da liegen alle da. Nochmal hier rein. Das weg. Was war das jetzt? Weizensamen. Die setzen wir wieder rein. So, ich glaube, dann haben wir es erst. Genau, das machen wir. Und dann machen wir noch das. Weizen. Fertig. So, das haben wir auch. Den Rest können wir noch nicht machen. Wir brauchen erst Torf wieder. Kiste, ne, brauchen wir nichts. Das haben wir erstmal alles. Hier ist gut. Hier sind wir durch. So, jetzt müssen wir hier nochmal rein. Definitiv einmal Brennstoff reinlegen. Und dann hier erhöhen, bis es rot wird. Wir können diesmal alles machen. Wunderbar, jetzt haben wir es mal geschafft, das richtig zu machen. Man muss einfach nur da genau hingucken, ne? So, hier ist noch Hanf dran, ne? Der soll da unten hin auf Dauer. Schleifstein. Was ist das? Bärensaft, okay. Tönen. Hier können wir die Pilze mal mitnehmen. Die können wir da am Lagerfeuer machen. So, was lassen wir hier? Die Marder, die kann man bestimmt noch weiter verarbeiten. Aber dann nicht hier. Den Fisch. Ich glaube. Ja, was? Den Eimer Wasser wollte ich noch mitnehmen. Und das bleibt erstmal so. So, jetzt gehen wir rein. Jetzt können wir den Fisch definitiv mitnehmen. Was können wir kochen? Was fehlt hier? Öl fehlt da. Fischsuppe. Können wir nichts machen. Da können wir was machen. Ah, hier sehen wir, dass das Feuer fehlt.
Wo war das jetzt hier? Jetzt funktioniert das auch. Was können wir hier machen? Aus Mehl brauchen wir Weizen. Haben wir viermal sogar. Okay. Achtmal. Machen wir das. Dann kriegen wir da auch Mehl raus. Geht sogar mehrfach, alles klar. So, was können wir dann aus dem Mehl machen? Können wir einen Teig machen, wenn wir Wasser dabei haben? Wir haben Wassereimer dabei, aber kein Wasser. Handmischer. Hammer, oder? Der Rest geht noch nicht. Da fehlt Salz und hier fehlt Brot. Das reicht nicht. Roher Aufschnitt. Kann man aus Fleisch machen. So, da können wir hier nichts mehr machen. Hier haben wir noch eine Kiste für diese Utensilien alle. Da wandert das auf jeden Fall rein. Und das wandert da rein. Ja, wie kriege ich Wasser in Tropfenform? Weiß ich noch nicht. Den liefern wir da oben ab. Getreide kann hier bleiben. Hanf ist hier falsch. Wollten wir noch woanders abliefern. Essen haben wir erstmal was. Ich habe immer noch den Dingensbarren hier drin. Glaube, hier würde ich jetzt erstmal nichts lassen. Keine Kochzutaten in dem Sinne da. Also doch schon welche da. Dieser Salat und sowas. Vielleicht lassen wir da einfach mal, dann machen wir mal Linksklick. Dann geht das auch. Die Beeren, die gehen da oben hin. Genauso wie die Möhren. Hanf weiß ich nicht wohin. Essen liefern wir oben mal ab. Den gebratenen Fisch auch. So, das, ach so, hier, ja, weiß ich auch noch nicht. Lass das mal hier. So, dann haben wir das. Da gibt's schon mal Fleisch. Wie weit ist das da, der nächste? Ah, da gerade Rainer gekommen, gut. So, jetzt nochmal hier gucken. Hier sind solche Sachen. Weiß ich noch nicht. Lass mal gerade jetzt gucken. Hier kann man das hier... Kann man nur zerstören. Kann man nur zerstören. Kann man benutzen. Dann habe ich Wasser getrunken, oder wie sehe ich das? Super, oder? Ich krieg das Wasser aber nicht hin. Der ist giftig, den muss der erst braten wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist aber zu wenig da. Ach so, Technologien sollten wir vielleicht mal gucken, ne? Aber wir brauchen da Blaues. Hier nicht. Weiches Zeug, funktionierte. Wichtige Teile, Herz, Innereien. Können wir auch freischalten. So, hier können wir, glaube ich, nichts mehr freischalten. In diesem Bereich braucht man alles mit Blau, oder? Können wir also nicht. Hier Papierherstellung. Ah! Na gut, dann machen wir das erstmal. Der Rest geht wohl nicht. Nächster Bereich. Haben wir alles? Haben wir alles? Hier geht Glas und Eisenstücke, Komplexe gehen ja auch. Dann geht hier nichts. Hier geht nichts, oder? Warte, Abbruch. Ne, dahinter war nichts mehr. Was ist mit Essen? Da gibt es noch Rezepte, die wir aber hier nicht mehr weiter verfolgen können. Also wir haben noch Punkte und der Rest ist verbraucht. Gut. Jetzt haben wir wieder ganz neue Sachen, die wir gar nicht wissen, wo wir die machen können. Aber irgendwie war das in der Kirche, was mit dem Papier, ne? Und jetzt ist Nacht. Jetzt gehen wir erstmal an das Lagerfeuer, gucken, ob wir die zwei Pilze reichen. Aber ich schätze mal, wir brauchen vier, sogar fünf, okay? Und dann gucken wir nach Pilzen. Ah.
Ah. Essbare Pilze. Da unten sind auch noch welche. Essbare Pilze. Die weiße Blume wollte ich eigentlich nicht, aber jetzt haben wir die essbaren Pilze. Ich glaube, jetzt sind es 5. So, jetzt können wir so einen Pilzspieß machen, oder? Gut, der läuft da gerade von alleine. Er will immer noch sein Öl haben. Kurz einmal hier geguckt. Das Grabstein. Okay, da ist nichts. Okay. Bürger, rechtmäßiger Bürger, Aristo, was ist das? Wieder kriegen wir ein königliches Siegel. Okay. Jetzt haben wir das Siegel. $50 kostet uns das. Unser Geld fehlt jetzt nur noch, oder wie sehe ich das? Zurück. Rechtmäßiger Bürger. Kannst du Happiness kaufen? Aristokrat. Also Bürger geht was mit königliches Siegel. Das kann ich kaufen, da brauche ich aber 50 Cent für. Oder was es auch immer für eine Währung ist. Hier ist nichts. Beten kann man nur am blauen, ne, oder? Ne, beim roten da oben. Also auch schon zu spät wieder. Super geklappt. Okay, das ist ein Podest. Hier ist jetzt nichts. Ist auch nicht schlimm. Haben wir hier was reingetan? Ja, hier haben wir was reingetan. Schnelligkeitstrank. Bin mir nicht sicher, aber wir können mal hier an den Arbeitstisch gehen und gucken, was man hier machen könnte. Wähle eine Ressource. So, hier ist Untersuchen erstmal angesagt. Aber hier müssen wir noch irgendwie was anderes bauen. Aber ich komme halt nicht ans Dingens dran, weil ich den Glauben nicht mit habe. Aber ich brauche nur einen Glauben, um etwas zu untersuchen. Und der Glaube ist ja in irgendeiner Kiste. In unserer Hütte, glaube. Gut, kommen wir aber weiter. Jetzt würde ich aber gerade erstmal nach da oben gehen. Weil die könnten mir ja dann auch Geld dafür, glaube ich, geben, ne? Oder wie war das? Weiß ich nicht. Geld haben sie ja genug, haben sie gesagt. Erst an unserem Imkerstand hier vorbei, der noch kaputt ist. Und wenn wir den kaputten Imkerstand haben, dann kommt das Camp. Allerdings ein ganzes Stück weiter oben, ne? Schauen wir mal. Wo ist er? Da ist er. Okay. Meine Lina haben mir mal eine Zahlstrauß zusammengebracht. Klasse, was kommst du? Okay, das heißt, ich schmeiß da jetzt was rein. Ach, guck mal, wie kommen denn die Wassertropfen jetzt hier hin, weil ich das hier genutzt habe? Aha. Kriegen die erstmal 10 Wasser hier hin. Und ich wollte das Fleisch hier lassen. Ah, können wir auch Klinksklick machen, haben wir gesagt. Den Fisch lassen wir auch hier. Und hier, esst mal Möhren. Möhren ist gut, dann braucht er keine Brille nachher. Weiß nicht, ob Hanf gut ist. Können sie was rauchen, dann geht's ihnen besser. So, ich glaube, ja komm, dann, wenn das so ist, dann können wir das auch noch hier lassen. 5. Hier unten sieht man so ein bisschen die Prozente. Keine Ahnung, wofür die gut sind. Theodors Zelt, Meister Albrechts Zelt und Wohnzelt. Achso, das sind die Zelte. Happiness ist das wahrscheinlich, aber ich weiß nicht, wofür das Gelbe ist und wofür das Grüne ist. Oder einer husten. Gut, ich glaube, da lassen wir erstmal so. Reden wir. Das war falsch. Oh,
Jetzt das E. Und die nach Lagerentwicklung. Ich bin ganz Ohr. Pläne können sich selbst um ihre Bildnisse sagen, aber das reicht nicht für Zufriedenheit aus. Okay, ist alles super, genau. Ja, habe ich gemacht. Okay, das mit den Dingen haben wir. Warte mal, nee, da lass uns nochmal gerade nach der Lagerqualität fragen. Nee, Frage nach Zufriedenheit. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass die ja sich selbst versorgen und wenn wir da das Lager stopfen, geht die Zufriedenheit hoch. Das ist schon mal gut so. Flüchtlingszufriedenheit steht hier oben. 1,05 und 3. Der will uns nichts sagen, ne? Hier können wir nicht rein. Ach, hier oben waren ja noch Blaupausen. Ach, den Brunnen müssten wir bauen, ne? Steine. Einfache Eisenstücke. Flüchtlingszufriedenheit. 1 von 3. Ja, das kriegen wir vielleicht nur noch hin. Gut, dann müssen wir erstmal wieder weg. Und dann ist das schon mal geklärt soweit. Hier unterwegs gab es, glaube ich, irgendwo Bären. Da sind sie schon. Bären mitnehmen ist, glaube ich, immer gut. Gut, hier unten gab es noch mehr Bären, meine ich. Kann ich hier, da ist ein Bienenstock, aber da kann ich nichts machen. Ne? Das ist auch, glaube ich, im Baum oben. Warte, hier unten gibt es noch Bären. Die sind alle schon abgepflückt. Gut. Gucken wir gerade hier links. Ist nix. Steine brauchten wir auch gerade irgendwo für den Brunnen. Los, lass uns das mal weitermachen, ja. Ich glaube, 12 Stück brauchte man an der Zahl, ne? Vierer haben wir erst. Haben wir das Eisen mit? Ne, das war falsch da. Eisen haben wir nicht. Einfaches Eisen war da auch noch verlangt. Okay, da kam jetzt mal mehr raus. Keiner weiß warum. Aber ist so. Stein haben wir jetzt 10. Das heißt, es reicht noch nicht ganz. Da sind jetzt 12. Und da kommen wir einmal mehr. So, das war das. Aber wir haben ja auch noch nicht die Zufriedenheit, ne? Das fehlt ja auch noch. Flüchtlingszufriedenheit. Hier ist noch ein Punkt, der da rumschwebt. Und das Essen. Ach, die Pilze sind da auch durch. Okay. Geld fehlt uns. Wir haben 1,69 da unten stehen. Haben wir jetzt gerade was gekriegt von dem Dingens hier? Okay. Von dem Flüchtling, ohne dass wir das in Erfahrung gekriegt haben, dass wir das gekriegt haben. Ach, guck mal, die Rüben kann man ja auch machen, ne? Rübenscheiben gibt es daraus. Okay. Allerdings fehlt es hier gerade an Feuer. Wo waren die denn, die Rübenscheiben jetzt? Hier. Okay, da fehlt es noch mehr an Feuer dann. Dann lass uns erst so viele machen. Okay, wusste ich gar nicht, dass man Rübenscheiben auch noch kriegen kann. So. So, das weg. Warte mal, dann können wir doch hier jetzt das benutzen. Aber jetzt ist die Wasser 20, aber wo ist es? Stopp, nochmal so. Ja, das kommt erst beim nächsten Schritt wieder hier rein. Deswegen habe ich das vorhin nicht gesehen. Okay, dann ist das mit dem Wasser ja eigentlich gar kein Problem, ne? Warte, stopp. Hier war doch ein Rezept, wo wir Wasser brauchen, oder? Für Brot backen. Hier.
Stopp, das war an die Teig ist es. Aber den machen wir doch dann, ne? Macht doch Sinn, oder? Oh, da gibt's aber richtig viel Teig jetzt dann. Okay, da drüben hat es schon die Rüben gegeben, die ersten. Also das kann man auch... Ach, Gebäckteig kann man daraus machen. Jetzt müssten wir aber doch Brot backen können dann. Aber das kann man wahrscheinlich am Ofen dann wieder machen, ne? Das braucht man da. Ja, das macht schon richtig Sinn. Finde ich richtig cool, ne? Leider müssen wir erst die Rübenscheiben fertig werden. Die Maden kann man nirgendwo gebrauchen, ne? Das kann raus. Die brachten nur 8 und die bringen jetzt 18. Das ist schon mal cool. Kann ich hier selber essen? Nein, kann ich nicht hier selber essen. Lassen wir noch was hier? Ich glaube, wir lassen jetzt gerade nichts hier. Obwohl, das Wasser könnten wir hier lassen. Gut. Und hier draußen können wir auch noch was einlagern, nämlich das. Und die Steine können wir auch hier lassen. Obwohl, die Steine nehmen wir wieder mit, weil die hier nichts bringen. Also bringen schon, aber wir glauben, die Steine gehören hier hin, oder? Platz für Steine, steht aber nichts. Warte mal. Komplexe Eisenstücke, einfache Eisenstücke. Die nehmen wir jetzt mit. Die Steine nehmen wir mit. Dann wären nur noch die Dingens, die Zufriedenheit der Leute da oben. Und dann können wir das bauen. Jetzt haben wir das schon. Jetzt gehen wir erstmal ins Städtchen, oder? Hier ist schon fertig? Ne, doch noch nicht. Aber hier ist fertig. Hat es wieder Maden gegeben, ne? Schmeiß die mal hier rein. Und den Torf, den nehmen wir mit. Den Torf, den nehmen wir mit. Aber ich sehe schon, haben wir nicht mit. Aber so geht's. Dann pflanzen wir hier mal Torf an. Pflanzen wir Torf an, ist gut, ne? Nee. Dann will ich nochmal Torf aussuchen. Fertigen. Fertigen. Und dann will ich nochmal aussuchen. Und jetzt die Samen. Ach, die sind nicht genug. Dann weg. Und Hanfsamen nicht. Kohlsamen sind zu wenig. Karottensamen. Haben wir jetzt 4. Die machen wir jetzt dahin. Da sind sie. Fertigen. Ach, ich hätte die gar nicht aus der Kiste holen brauchen, oder wie sehe ich das? So, ich glaube, wenn jetzt dieses Feld, das müssen wir uns jetzt mal merken, dass wir das da drauf geschmissen haben gerade, ne? Wo ist denn jetzt hier der Samen? Ich habe doch eben Samen hier gehabt, oder? Ach, ich kann das noch nachdüngen, auch noch. Oder habe ich das jetzt hier drauf geschmissen? Ah, ich habe es da drauf geschmissen. So, das bedeutet, irgendwas ist jetzt hier falsch gelaufen. Fertigen. Gut. Ja, das läuft erstmal, ne? So. Warte, wir haben Geld. Wenn wir Geld haben, können wir doch diese Siegel kaufen eigentlich, ne? Warte mal, nochmal gucken. 1,59. Aber ach, das waren 50 Silberstücke, die wir da geben mussten. Kann das sein für das Siegel? Er kriegt da immer noch sein Öl. Ja, 50 Silber. Oh, Alter, das ist ja richtig viel.
Okay, das heißt, wir müssen ganz viel umsetzen. Kriegen wir auch noch hin, ne? Warum nimmst du nicht schon ein paar Möhren, Esel? Danke. So, das heißt, wir müssen gucken, dass wir was verkaufen bei dem Händler jetzt da, bei dem Gastwirt und gucken, dass wir das Öl kriegen für den Karren. Und dann ist das eine ganz schöne Hin- und Herrennerei und wir müssen gucken, dass wir hochqualitatives Essen machen. Das können wir dann hochqualitativ verkaufen, oder? Würde ich jetzt mal so sehen. Und nächstes Mal, wenn wir da oben im Camp was reinlegen in das Lager, dann müssen wir vorher nach unserem Geld gucken und nachher, ob die dafür bezahlen. Hier ist auch ein Brunnen. Ja. Wieso sitzen hier zwei? Was machst du da? Boah, Siegel für 15, ja, aber guck mal hier. Können wir verkaufen. Ist nur die Frage, wie wohl das hier uns bringt. Alles? Jetzt habe ich das natürlich nicht sehen können. Doof, ne? So, da können wir so machen. Keine Ahnung, wie hoch das ist. Ich habe jetzt meinen Daumen dahin gehalten und sehe, dass das nicht gewachsen ist. Keine Ahnung, warum das nicht gewachsen ist. Jetzt haben wir einen Ruhestein. Der kostet uns aber zwei. Den kann ich mir nicht leisten, weil wir erst 1,92 haben und wir müssen 50 wohlgemerkt haben. Alter Schwede. Was kosten hier richtig Asche? Ja, der Ruhestein. Den können wir aber nicht selber machen. 20, 25, 30. Das Fisch und das Bier ist noch am höchsten hier. Aber gebratener Lachs, der richtig Geld bringt, der. Okay, Horadrik. Das war's dann bei dir. Bei Elvira hier konnten wir Dingens machen, ne? Ah, heute nix. Warte mal, da geht's noch irgendwo anders hin. Ach so, Hinterausgang, die Tür ist verschlossen, bis ich. Ach, den muss ich erst 30 Happy machen, dass ich da. Warte, da hinten steht sie, ne? Okay, ich wollte gerade ein Lied hören, aber. Ja, ich rede lieber mit deinem Ehemann, das war klar, aber was hast du, Rezeptfischdelikatessen? Aber die Kosten hier, guck dir mal die Preise an. Obwohl, die Pasteten sind jetzt nicht so teuer, ne? Ich glaube, ich nehme mal die Pastete mit, weil ich habe ja Fleischgeschichten und Brot und sowas. Ich glaube, das ist vielleicht nicht verkehrt, das zu haben. Rezeptpastete ist da. Benutzen. Bärentorte und Traubentorte kann ich jetzt herstellen. Pastete, ich dachte, das wäre mit Fleisch, war aber da nichts, ne? Naja, dann haben wir die auf jeden Fall dazu gekriegt. Gut. Dann holen wir hier noch Wasser. Zweimal Wasser. Weil Wasser brauchen wir ja jetzt neuerdings. Und wissen auch, wie es geht. Das sind dann 40 Rationen Wasser. Das ist schon mal was, oder? Gut, hier am Hexenhügel vorbei. Ja, ich glaube, wir machen uns dann mal gerade in die Nachtruhe. Wir haben schon lange Zeit gespielt. Und nehmen wir noch ein bisschen Sachen mit. Ja, ich glaube, das könnte wegen Energie nicht klappen, oder? Warte mal, E. Fertigen. E. Nochmal Torf. Fertigen. E. Ich schmeiße jetzt dreimal Torf drauf. Und E. Kohlsamen. Fertigen. So.
Da haben wir das auch schon mal. Das war für Dingens bauen. Oh, hier können wir ganz viele Sachen einsammeln. Wächst aber noch. Also wächst ist gut, ne? Hier sind die Rübensachen fertig, die man verkaufen kann. Warte mal, jetzt müssen wir hier nochmal den Teich rausnehmen. Machen wir gerade alles raus. Und mehr erstmal nicht. Und ich hoffe, dass wir jetzt damit Brot backen können. Da ist es. Okay, wir müssen erst Holz reinschmeißen, was wir natürlich nicht mehr haben. Das heißt, lass uns erstmal Brot so backen. Hier nochmal schnell reingeguckt. Hier fehlt nur das Salz. Und dann, wenn wir das Brot haben, können wir Sandwiches machen. Ja gut, dann haben wir das auch erledigt. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt aber erstmal schlafen und schauen in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochgeladen habe. Und gerne Kommentare schreiben, dann können wir darüber reden, wie es weitergeht. Und teilt das Video auch gerne auf anderen Kanälen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.